So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Order 8086. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir uns hier verabschiedet, als wir gerade diesen Sniper töten wollten. Ein wenig abrupt, aber nun hammer ihn. Zack. Kannst du nie wieder jemanden mit einer blöden Attacke töten. Ja, was ist gerade hier so los, Leute? Wir sind hier gerade unterwegs mit unserer Rebellenfreundin, die hier von Gott und der Welt beballert wird. Wir wollen hier ein wenig hier die Indian Company ausspionieren, um herauszufinden, ob hier unsere Rebellenfreundin die Wahrheit sagt und die um einiges mehr verstecken, als wir denken. Genau wissen wir ja noch nicht, was sie uns hier zeigen will, aber das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Wenn wir nicht 2 Sekunden danach abgeballert werden. So. Zack. Rip. Schnipper. Bam! Ach, schade. Das sollte ein Klötenschuss werden. Jetzt sollte sein Geldschuss. Ich wollte in seinen Geldbeutel schießen. Leute, das wäre endlich super cool, wenn das klappen würde. So. Die haben irgendwie einen Hass auf uns. Ah, Leute, wie viel sind denn das? Zack. Zack. Ich gebe Deckung. Zack. Haha, Leute, das war nicht schlecht. So, Kopf ein. Oh nein, der Miet, ich hab sie doch schon wieder gesehen. Wer hat sie denn schon wieder von meinen Freunden hier? Ach Leute, die Termitkanone, meine Lieblingswaffe, besonders wenn ich sie nicht hab. So, machen wir nochmal einen Schuss hier zur Sicherheit bei dem. Zack, und jetzt haben wir keine Munition mehr. Doch, 5 Schuss haben wir noch, okay. Die letzten 5 Schüsse gut nutzen. Hüpp. Sehr gut genutzt. Einer. 2. 3. 4. Haben wir es gerade mit dem letzten? Leute, der letzte Schuss hat gereicht. Okay, ja, wir haben neue Munition eh bekommen. Na, egal. So. Zück. Dann gehen wir mal weiter, wenn sie meint, da ist erstmal für erstmal alles in Sicherheit. Schauen wir uns um. Und wieder der Sniper raus, oder? So. Die ist ganz okay. Du bist nicht okay, du Typ. Okay. Haben wir sehr gut gemacht. Küss ihn. Dann wacht er wieder auf. Aber dafür, für solche Situationen, haben wir ja was. Und zwar unser Schwarzwasser. Komm. Rein damit. Runter damit. Lalala, ich gehe einfach mal über Schlachtfeld. Ja, super. Super! Ja, gib's mir hammergeil Deckung. Ich merke das schon. Was die mir da an Deckung gibt. Wahnsinn! Weg, schmeiß! Mit der letzten Kraft hier und jetzt schnell in Deckung. So viel zum friedlichen Vorgehen. Verdammt, mir ist nicht nach Scherzen. Sie sprachen von Beweisen. Wo sind sie? Geduld, Ritter. Wir sind fast da. Da fällt mir auf, das ist das einzige Spiel, wo HP-Regeneration mal richtig Sinn macht. Hier mit unserem Schwarzwasser. Finde ich eigentlich ganz nett. Aber naja. So, wir suchen jetzt hier Beweise. So, dann zeig mir, was du hier vorhast. Erstmal Tür auf. Sehr gut. Ach Leute, das haben wir hier. Warte, was müssen wir nochmal? Gedrückt halten, okay. Das haben wir hier wirklich nur um ein Haar überlebt, trotz unseres Schwarzwassers. Langsam wird es hier doch ein wenig brenzlig. Okay, dann. Sesam, öffne dich. Oder Sesam, schließe dich. Das mache ich. Sie gehen darauf. Okay. Haben wir? Ah, unsere Waffen können wir nicht ziehen. Ich fühle mich immer sicher, wenn ich meine Waffe habe. Obwohl, wenn wir keine Waffen haben, heißt das, dass auch kein Gegner ist. Ist auch, beiße Zwickmühle. So. Alle hopp. Und. Was ist jetzt? Jetzt müssen wir mich nach vorne schieben, oder? Sehe ich das richtig? So. Komm, drücken. Supermädel. Mit 3 km/h. Gehen wir hier weiter. Sie hat ja auch ein Schwarzwasser, haben wir ja mal gesehen. Das erste Mal, als wir ihr begegnet sind hier. Da hatte sie auch ein Schwarzwasser. Ich kann es schaffen.
So. Kann er das wirklich schaffen? Okay, nicht schlecht hier. Aber interessanterweise, woher sie diese Schwarzwasser hat, das würde mich fast noch mehr interessieren. Weil das ist ja wirklich hier im Herzen des Ordens. Wir haben ja gesehen, wo das herkommt, als hier der neue Sir Percival, also unser lieber netter Franzose, hier getauft worden ist. Haben wir ja gesehen, wo das Schwarzwasser herkommt, aus dem Gral hier direkt aus unserem Hauptquartier. Das kann ja irgendwie nur wirklich jemand sehr, sehr Wichtiges daran gekommen sein. Aber naja. So, die Feuertürme auch aufgemacht. Kannst hier auch durch. Wunderbar. So, aber anstatt, dass wir jetzt hier einfach nur weiterhüpfen, will ich jetzt doch lieber mal was ziehen. Und zwar sowas wie Beweise. Was soll ich machen? Aufhauen. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Achtung! Ach stimmt ja, da fällt mir ein, weil wir wollten ja mit nicht tödlicher Gewalt wollten wir hier eigentlich rein. Klappt sehr gut, Leute. Klappt wahnsinnig gut. Das war nicht tödlich, Leute. Das hat nur wehgetan. Hüpp, Deckung. Granate. Ja, ja, mir geht's schon gut. Ich habe ja mein lecker Schwarzwasser. So, zick. Bam! Mit dem Flaschenzug rauf. Flaschenzug? Oh nein, das wird waghalsig werden. Hallo? Kannst du... So, dankeschön. Muss dich nur abknallen. Flaschenzug, wo ist ein Flaschenzug? Flaschenzug? Willst du mir nicht zeigen, wo der ist? Da ist die Tür. Da. Kann man da nicht einfach hochklettern? Natürlich nicht. Wäre zu simpel. So, da. Ach, was machen wir sonst hier so schwer? Ich geh doch hier einfach... Flaschenzug wird von ihm. Wer ist hier die Flasche? Ich gehe einfach ganz entspannt auf meine Leiter hoch. So. Und was gibt's jetzt hier? Nichts. Was ist hier drüben? Mein Gott. Die nervt mich gerade. Diese sagt mir immer, ja, das war's. Und irgendwie ist da nie was. So. Kann ich hier runterhüpfen? Natürlich nicht. Gut. Oh. Mein Gott, aus dieser kleinen Anhöhe kannst du doch runterhopsen hier. Gellehend hier. So, jetzt kann sie die Tür aufmachen. Ja, super. Perfekt durchorganisiert. Wir sind ein perfektes Team. Ich weiß nicht, was sie will, aber sie macht irgendwas. Sehr gut. So, müssen wir das schieben, oder? Oder einfach da durchquetschen? Auch gut, dann quetschen wir uns da durch. So. Oh oh. Gleich kommt jemand und snipert wieder auf uns. Devi, schon gut. Du kannst freisprechen. Devi, weiter. Es ist genau wie auf dem Luftschiff, Rani. Die Fracht ist für Amerika und Westindien bestimmt. Wie viele? Die Ladung wurde mehr als verdoppelt. Sie machen wohl verlorene Zeit gut. Die Lieferung darf den neuen Kontinent nicht erreichen. Da ist noch was. Die Wachen sind alarmiert. Sein Name wurde erwähnt. Sie arrangieren ein Treffen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wessen Name war das? Einer eurer werten Lords. Wenn er für ein Treffen hierher kommt, sehen sie es mit eigenen Augen. Gar nichts. Lord Hastings ist Kämmerer und ein Peer. Er ist häufig in unserem Rat. Ja, eingeweiht in die Operation des Ordens. So ein Glück für ihn. Sie erfinden Verschwörungen, wo es keine gibt. Sehen Sie sich die Ladung an. Ich fantasiere nicht. Rani. Gab Goos bei die Schwasse, hä? Dann kümmern wir uns um ihn. Der Wissenschaftler!
Jetzt willst du mir doch wirklich nicht sagen, dass uns der liebe nette Tesla hier betrogen hat und die ganze Zeit hier mit den Rebellen zusammenarbeitet. Heutzutage kann man niemandem mehr trauen, Leute. Wirklich niemandem. Naja, es war ja zu erwarten, dass hier wieder Lord Hastings ist, den sie hier suchen. Er sollte hier schon eigentlich auf dem Schiff ermordet werden. Was aber sie genau von ihm wollen, weiß ich jetzt immer noch nicht. Aber naja. Da. Die Lieferung wird verladen. Diese üble Fracht darf diesen Ort niemals verlassen. Beeilung. Was soll denn hier eigentlich drin sein? Waffen, Schwarzwasser, was auch immer. Das habe ich immer noch nicht mitbekommen. Sklaven? Ich weiß es wirklich nicht. Das haben sie aber noch nicht gesagt. Also ich höre da schon intensiv zu, aber es wurde bis jetzt noch nicht gesagt. Devi, du musst gehen und die Fluchtwege bewachen. Rani, ich sollte bei dir bleiben. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Das ist dein Befehl. Ah ja, und weil die hier gemeint hat, ja, wenn wir hier irgendwie Strapaz machen, dass sie uns töten wollen. Das will ich mal sehen, Leute, wie die beiden uns töten wollen. Pack einfach mal mein Schwarzwasser ein, mach meinen Schwarzwasser-Modus an und dann war's das. Schwarzwasser forever, würde ich mal sagen. Vereinte Indien Schiffswerft, der Black Wall. Hoppa, und nochmal hoppa. Und so, ich bin jetzt immer noch sehr interessiert, was sie uns hier zeigen wollen. Ich befürchte fast, dass wir hier einfach nur reinmarschieren und im Endeffekt dann, ja, keine Ahnung, da Äpfel sind in der Lieferung. Diese Äpfel dürfen nicht rübergebracht werden. Da geht es nicht. Oder so. Gut, wo sollen wir jetzt hin? Helfen Sie mir hoch. Ich schaue mal rein. Ich sehe einige Wachen. Wir müssen leise vorgehen. Okay, dann. Hupp. Leute, unser Plan hier nicht tödlich vorzugehen läuft wieder perfekt. Ich weiß schon, dass wir die wieder alle abmuxen werden. Nee. Nee. Einmal musste das sein. Einmal musste das jetzt sein. Da hast du echt nicht gedacht, dass ich dich fange hier, Mädel. So, ja. Aller guten Dinge sind zwei. So. Ich könnte es mir auch nochmal anders überlegen. Mach ich mir meinen Fußrodar und dann schubse ich dich hier von der Klippe runter. So, noch mehr Wachen. Super. Eindringlinge! Warum sind die richtigen Sachen verdammt? Die Eindringlinge sind hier! Bringt seine Lordschaft in Sicherheit! Gut, dann bleiben wir jetzt bei unserem altbewährten Plan. Wenn wir schon nicht heimlich sein können, dann mucksen wir einfach jeden ab, der uns gesehen hat. Fertig. So. Zack. Zack. Ah! Auto-Aiming. Achso, ich dachte, vielleicht können wir das runterschießen. Naja, dann nicht. So, warte mal. Hätte ich da von da unten beschossen, ne? Fiese Typen. Ich ignoriere jetzt einfach mal die hier von der Seite auf mich schießen. Warum schießt da keiner? Könnte mich so leicht abmurksen? Naja, wenn sie nicht wollen. Können wir uns um die hier unten. So, also der. Granate. Die hat gesessen. So. Ja, das Schlimme eigentlich an den Gegnern sind wirklich eigentlich nur Granaten. Und Thermikanonen. Thermikanonen sind so grausam. Apropos. Ach, der hat einen Granatwerfer. Ist nicht dein Ernst, oder? Alter, Leute, ja tot. Aber er hat sich selbst mit in die Luft gesprengt. Das ist immer etwas. So, schnell, komm. Na, was? Ey, Leute, ich dachte, wir haben das jetzt mal voll cool überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es überlebt. Und dann kommt sowas. So, machen wir es halt so.
Bam. 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 Zack. Bam. So. Machen wir es halt auf die langweilige. Upp. Oh. Da steuert das Ziel, wenn das Zielfernrohr schräg ist, kann man gar nicht mehr so leicht schießen. So. Weg. Weg. Drei Headshots. Tut nicht weh. Upp. Hat auch nicht weh getan. War zwar immer noch voll, wäre wahrscheinlich immer noch ein Volltreffer gewesen, aber egal. So. Ach Leute, das ärgert mich jetzt echt. Wir haben das so cool überlebt und dann auf einmal sterben wir wieder so schnell. Manchmal stirbt man nicht einfach so, das, obwohl man nicht weiß warum. Merkwürdig. Zack. Das ist einfach so eine überpowerte Waffe, aber. Tschück. Oh, der ist schon mal schön ausgewichen. Bringt ihm aber auch nichts. Dann gehen wir kurz mal in Deckung. Und dann haben wir auch den letzten. Oder will da noch jemand? Ich glaube, da haben wir gut aufgeräumt. So, nehmen wir den Pumpkin wieder mit und vorwärts. So. Ja, ja, man kann es auch langweilig machen, aber ihr kennt mich, Leute. Ich bin lieber Rambo. Ich laufe da lieber vor. Sterbe lieber 20 Mal, anstatt dass ich 5 Minuten in Deckung bin. Viel zu langweilig, Leute. So, in Deckung warten, das kann jeder. Upp! Jetzt weiß ich, wer mich vorgetötet hat. Der verdammte Sniper da oben, gell? Hey, jetzt nein, bist du nicht mehr so fies. Wir sollten weiter. Was? Was? Ich hab da gerade nicht zugehört. Ich muss schauen. Ah, super. 4 Schuss. Ah, super. Kann ich, ja, egal, nehm mal mit. Nehm mal mit. So, es war im Endeffekt nicht jetzt so effektiv, wenn wir damit nur 4 Schuss haben, aber es sieht cool aus. So, und wir wollen ja jedes Mal hier diese schönen Waffen testen. Das Spiel hat echt viele coole Waffen, leider hat man viel zu wenig diese tollen Waffen. Die hat man meistens immer nur in einem Level und ansonsten gar nicht. Naja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir mal, was diese schöne Waffe drauf hat. Dann werden wir auch hier weiter, eigentlich mit unseren Kameraden hier, den Boden aufräumen.